Jetzt geht's nach Wiesbaden. Am Montag in einer Woche kommt das neue niederländische Königspaar in die Landeshauptstadt. König Willem-Alexander und Königin Maxima treffen dann im Rathaus unter anderem auf Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Anschließend geht's dann zur Marktkirche und dort ist das Königspaar in einer ganz besonderen Mission unterwegs. König Willem-Alexander und Königin Maxima. In weniger als 2 Wochen kommen sie an diesen Platz vor der Wiesbadener Marktkirche. Das Königspaar wird den neuen Glockenschlag einweihen. Statt eines einfachen Gongs erklingt zukünftig jede Viertelstunde eine Melodie. Komponiert hat sie der Organist Jörg Thomas Frank. Dieser Glockenschlag wird hoffentlich für viele Jahrzehnte in Wiesbaden klingen, wahrscheinlich auch über mich hinaus. Also auch ich persönlich werde dann hier in Wiesbaden Spuren hinterlassen können. 50 Glocken hat die größte Kirche der Stadt insgesamt. Die meisten ertönen inzwischen durch außen angebrachte Hämmer, die von einem Computer gesteuert werden. Das Neue, was wir jetzt bekommen haben, sind große Hämmer noch für die großen Glocken, sodass wir jetzt auch in der Lage sind, die großen Glocken automatisch zu spielen. Und das ist eben die Voraussetzung für diesen neuen viertelstündlichen Glockenschlag in Wiesbaden. 15.000 Euro haben die neuen Hämmer gekostet. Ohne Spenden einer Bank, der Stadt und der hessischen Staatskanzlei wäre das neue Glockenspiel kaum denkbar. Wiesbaden hat jetzt zukünftig seinen Big Ben. Und damit es ein Bang geben kann, wird dann auch das holländische Königspaar hier mit diesem Klöppel, den wir ihnen dann auch geben werden, wenn sie hier sind, dieses Glockenspiel in Betrieb setzen. Wir sind da sehr froh darüber. Und eine historische Verbindung zu dem niederländischen Adel gibt es auch. Wilhelm I. war nicht nur Graf von Nassau, sondern auch ein Vorfahre von König Willem-Alexander. Da kann sich die königliche Familie auch in Wiesbaden wie zu Hause fühlen.